Vor dem Landesgericht in Feldkirch hat sich am Montagvormittag ein Mann verantworten müssen, der Geschlechtsverkehr mit Prostituierten aus Liechtenstein gehabt hat. Außerdem hat er pornografische Darstellungen aus dem Internet heruntergeladen. Nach nur 10 Minuten fiel am Montagvormittag dann in dem Missbrauchsprozess auch schon das Urteil. 4 Monate Haftstrafe auf Bewährung und ersatzweise 3.000 Euro Geldstrafe auf Raten. Grund für das schnelle Urteil war unter anderem, dass der Verurteilte geständig war und dass er sämtliche Kontakte und auch den Drahtzieher bekannt gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft legte dem Mann zur Last, dass er über das Internet Kontakte zu minderjährigen Prostituierten aus Liechtenstein aufgenommen hat. Die Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren wurden von einem Drahtzieher gegen Geld Österreichern angeboten. Laut dem Vorsitzenden Richter Mück gab es ganze Kataloge über die Mädchen und Chatvereinigungen. Der Mann hatte vor der Urteilsverkündung nochmals versichert, dass es ihm leid tue und dass er nicht gewusst hätte, dass Sex mit Minderjährigen gegen Geld strafbar sei. Richter Mück belehrte ihn darauf, dass er jetzt in allen Computern dieser Welt gespeichert sei und dass er sich nicht erlauben solle, nochmal derartiges zu tun.